Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe genäht. Leute, es ist unglaublich. Erstmal, wie gesagt, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Kommentar da. Ich freue mich echt riesig drüber. Und ich kriege jetzt mittlerweile schon ein paar Kommentare und ich kann immer zurückschreiben. Das freut mich total. Ja, jetzt zurück zur aktuellen und ganz unfassbar großen Freude. Ich habe meine Nähmaschine aktiviert. Jetzt hängt ja gerade noch so ein Kabel rum, was hier gar nicht hin soll. Du darfst weg, so hängst du mir sonst ein Bild. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht im Bild gehabt. Ja, wie ihr seht, habe ich, und das habe ich jetzt erstmal nur zu Anschauungszwecken hier, ich habe hier schön ein bisschen mit meiner Nähmaschine rumgehext, um für mein schönes Kosmos-Journal hier Kärtchen zu machen. So, was habe ich gemacht? Zickzack. Ich habe dann hinten noch so ein bisschen selbstliniertes Papier draufgepackt. Ja, da kommt noch ein Spruch mit drauf. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich wollte euch jetzt einfach hier ja, meine Freude mitteilen und auch mal zeigen. Ich habe Leinenpapier genommen. Habe ein bisschen kaffeegefärbtes Papier genommen, was ich bestempelt und bestenzelt habe. Und dann habe ich hier aus dem Infinity Cosmos Infinity? Ja, ihr wisst, was ich meine. Von den Ephemera-Teilen und von den Die-Cuts welche benutzt, um diese Karten hier zu gestalten. So, ich will euch jetzt natürlich jetzt nicht jeden kleinen Zickzack hier vorführen, aber einmal meine Freude mit. So, fertig mitgeteilt. Hier, ich habe meine Kärtchen gemacht. Die wandern alle immer in ein Kästchen, was ich hier neben mir stehen habe. Immer wenn ich hier sowas Schönes gemacht habe, wie zum Beispiel diese kleinen Kärtchen, dann wandert das hier in die Kiste. Ich habe so ein paar Sachen auch schon aus dem Fundus genommen, die gerne in diesem Journal wohnen wollen. Dann wohnt das erstmal hier gemütlich drin, bis ich die Sprüche fertig habe, die ich dann im ganzen Journal verteilen will. Und natürlich auch auf den Karten. So. Das war erstmal der Teil 1. Dann habe ich hier ein bisschen was vorbereitet und das möchte ich dann jetzt heute mit euch zusammen einkleben. Ich gucke nochmal eben, ob mein Zoom passt, weil das letzte Mal oder das vorletzte Mal hat ja meine Kamera hier ein bisschen Zirkus gemacht. Ich habe jetzt die App geändert, aber man weiß ja nie. Ich habe letztes Mal mich schön 40 Minuten aufgezeichnet und dann war es Essig. Also, na gut, shit happens. Was habe ich hier vorbereitet? Ich habe vorbereitet zwei Kärtchen, die ich quasi als zusätzliches Klappelement einbauen möchte. Und wahrscheinlich werde ich hier tatsächlich sogar noch ein weiteres Klappelement noch mit dazu bauen. Das mache ich aber erst dann, wenn ich es eingeklebt habe. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall möchten die hier mit in den Journal wohnen. Diese beiden Herzchen werden Pockets. Und ich sehe gerade, ich habe hier auch schön Löchlein reingebaut beim Nähen. Das war nämlich mein echter Nähunfall. Ich musste erst den Unterfaden wechseln und dann den Oberfaden wieder neu einziehen. Und dabei habe ich irgendeinen Fehler gemacht und hatte einen richtig schönen Knoten in meinen Unterfäden. Alle, die jetzt nähen können, die lachen sich wahrscheinlich kaputt. Hoha, Anfängerfehler. Tatsächlich, was Nähen angeht, bin ich Anfänger. So, die beiden wollen Taschen werden. Nehmen wir mal das hier hinten. Das ist ja ganz einfach. Es ist einfach ein Stück von dem Papier, von dem Imperialpapier. Und das wird einfach so ein Corner-Tag. Ich hoffe, ich habe die Dinger richtig benannt. Ja, an dieser Stelle habe ich mir Umschläge geschnappt. Habe die einmal so ein bisschen auseinandergenommen. Zack, zack. Die werde ich gleich wieder zusammenkleben. Und dann habe ich mit der Hand hier vorne ein bisschen Vellum drauf genäht. So, mit dem Vellum auf beiden Seiten. Oder auf beiden Umschlägen, da haben wir einfach eine kleine Tasche zusätzlich. Das Schöne ist natürlich bei Vellum, man kann durchgucken. So ist das ja gedacht. Ja, der Hintergrund, den habe ich bestenzelt mit den schönen Schwalben. Das Motiv mag ich total gerne. Und die wollen auch gleich einziehen. So, jetzt habe ich hier einen Mini-Umschlag. Den habe ich auch selbst gemacht. Und da habe ich ein Igelchen von dem Cosmos Infinity mit draufgesetzt. Der möchte gleich mit einziehen. Und hier auch einen zweiten Part, einen großen Umschlag, den ich auch mit den Ephemera-Kärtchen hier gebaut habe. Und auch der wird gleich ins Journal geklebt.
So, was denke ich mir dabei? Ja, ich versuche mal möglichst zwei sehr ähnliche Sachen in ein Journal aufzunehmen oder mindestens zwei oder mehr. Kann auch drei, vier, fünf sein, aber also mindestens zwei Sachen, die sich irgendwo wiederfinden, wie zum Beispiel dieses rostfarbene Papier. Das möchte ich einfach zweimal auftauchen haben. Mindestens zweimal. Also ich habe noch mehr Papier davon, das wird noch öfter auftauchen. Oder auch diese Umschläge mit dem Vellum. An unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Kombis, nur möchte ich so einen kleinen Wiedererkennungsfaktor haben und auch versuchen, sag mal so, Farben und auch von dem Cover ein bisschen was aufzugreifen. Das kennt auf jeden Fall meine Beweggründe dazu. Und dann versuche ich natürlich, die irgendwie sinnvoll im Journal unterzubringen. Hier, davon habe ich jetzt nur einen, aber das Papier kommt ja überall vor. Mal kurz den Bildausschnitt angucken. Okay, hier sind wir am unteren Rand. Ja, so. So gefällt mir das. So könnt ihr das sehen. Ihr erinnert euch, als wir letztes Mal hier in dem Journal unterwegs waren, standen die Seiten noch viel mehr raus und wir haben diesen hinten den Magnet Folder gebaut. Ihr erinnert euch dran, ne? So, und derweil habe ich, ohne dass ich euch jetzt hier mit reingeholt habe, ein paar kleine Taschen aus den überstehenden Seiten gemacht. Und hier teilweise einfach nur mit ein bisschen Klebeband oder ein bisschen Kleber so gehext, dass die Seiten alle, sag ich mal, eine Ebene haben. Ihr seht's, ne? Also hier und da guckt ein bisschen was raus. Das finde ich okay. Und da kommen auch noch so ein paar Tabs rein. Im Großen und Ganzen haben wir jetzt, naja, nichts, was so richtig krass raussteht. So, hier sieht man schon mal, ich habe einen Umschlag, habe ich hier schon drin. Den habe ich tatsächlich direkt beim Einbinden mit reingebaut. Und jetzt haben wir hier ganz viel Gedöns und Gekröse, was ich jetzt erstmal heute hier mit rein möchte. So, und da ich jetzt gerade bei diesem braunen Umschlag war, werde ich mir diese beiden Herzchen hier zuerst schnappen. So, als allererstes muss ich natürlich erstmal meinen Funkelkramkleber hier, Journal-Kleber schnappen. Das ist mein Liebstes. Nein, ich trinke ihn nicht. Kriege immer von meiner Freundin ein bisschen Spott, weil ich davon so viel verbrauche. Sag mal so, der ist nicht so ganz günstig, er ist aber recht naja, effektiv. Mir fehlen heute ein bisschen die Worte. Ich habe gestern zu viel gequatscht. Also ich brauche davon echt viel, aber ich klebe auch echt viel. So, soll ich damit sagen? Das Zeug lohnt sich. Es klebt alles, es matscht nicht so dolle, es wälzt das Papier nicht so dolle. Man kann echt jedes Material damit zusammenkleben. Ich habe schon alles Mögliche gemacht. Manchmal, ganz manchmal, benutze ich doppelseitiges Klebeband. Aber das manchmal meine ich wirklich so. Also das benutze ich super selten. Und ja, also echt, wenn es mega schnell gehen muss oder wenn es wirklich so gar nicht feucht werden darf, dann bin ich mit doppelseitigem Klebeband immer ganz gut gefahren bisher. Aber ich denke mal, so Preis-Leistungs-Verhältnis ist doppelseitiges Klebeband nicht so geil wie so ein Junk-Journal-Kleber. So, jetzt habe ich die Umschläge wieder zu. Es war einfacher, die zu nähen, wenn ich sie aufmache. Ich habe nach einem Weg gesucht und es hat funktioniert, dass sie einfach aufgehen. Habe ich mich sehr gefreut. So, jetzt habe ich die Umschläge so, dass einer nach rechts und einer nach links aufgeht. Das heißt, ich muss sie natürlich so, wie sie jetzt sind, einschieben. Jetzt gucken wir mal, wo die eine Ecke ist. So, die haben wir hier. Muss natürlich nicht der zweite Umschlag direkt daneben sein. Ich gucke gerade mal, habe ich hier noch welche? Da ist der Regen. Genau, da muss ich nämlich noch was drüber kleben. Da habe ich nämlich einen alten Umschlag recycelt. Nicht verraten. So, wir haben drei Signaturen. Das heißt, ich schaue mal eben, ob ich in den anderen Signaturen hier irgendwo Umschläge. Nö. So, ich finde, dadurch, dass das Ding hier so hell ist, passt das hier ganz gut. Ein stabiles Stück. Hier drin packen. Die Seite ist mir ein bisschen viel irgendwie. Die
stabile Seite. Freude, Freude. Immer hier als Gegenstück. Na, hier passt es doch wunderbar. Hier gefällt mir das, den hier dran zu setzen. So, und ich werde das jetzt so machen, dass hier noch eine Tasche bleibt. Das heißt, ich werde die Hälfte dran kleben. Und ein bisschen hier reingehen. Und die Gefahr ist natürlich bei diesen Umschlägen, wenn die Oberseite hier feucht wird. Also dieser Rand, den man immer so schön anlecken kann oder sollte, wenn man einen Brief verschickt. Wenn das feucht wird, klebt es natürlich komplett zu und dann ist Essig mit der Tasche. Oh mein Gott, das Risiko gehe ich jetzt mal ein. So. Ich habe gelernt, wenn man den Pinsel zwischen die Zähne klemmt, kann man nicht mehr quatschen. Ich glaube, das stimmt. Nein, Spaß beiseite, ich lege den Pinsel lieber ab. Ich glaube, manchmal, wenn es schnell geht, klemmt man sich den durch zwischen die Zähne. So. Ja, was möchte ich jetzt hier machen? Ich klappe das natürlich auf, dass mir hier... Aha. Das muss natürlich hier aufgeklappt bleiben. Um jetzt weiterzumachen und mir das hier nicht zuzukleben, werde ich Tag 17 machen und mir das dazwischen klären. Ich weiß nicht, ob euch solche Gedanken plagen, wenn ihr rumcraften seid und feststellt, verdammt, wenn ich jetzt blätter, dann kann ich nicht mehr, klebe ich mir irgendwas fest. Oh, guck mal, hier habe ich sogar einen Umschlag mit drin, auch wieder ein alter Umschlag. Dann sollte ich diesen Umschlag hier auf jeden Fall weiter nach vorne holen. Ach guck, hier haben wir zwei ganz helle Seiten. Oh, dann mal wieder den Raum. Interessiert mich das? Weiß ich nicht. Nein, ich glaube, das interessiert mich nicht. Ich glaube, ich möchte den hier oben hinsetzen. Den hier oben hinsetzen und hier einen kleinen Streifen dran kleben. So. Also dieses Journal wird zum Schluss voller Sprüche und voller kleiner Taschen und Tags und Co. Das Schöne ist, ich habe schon einiges beisammen, dadurch, dass ich immer, wenn ich irgendwie Tags gecraftet habe und so, habe ich immer einen kleinen Schwung mehr gemacht, als ich eigentlich für das jeweilige Journal brauchte. Das war ganz gut so, weil jetzt gerade ich ein bisschen was ich weiter benutzen kann. So, gucken wir mal. Aber hier steht kein Klebeband vor, das ist gut. Kann ich dich gleich wieder mit einklappen. So, du bist immer noch am Trocknen, das ist sehr fein. Ich habe jetzt einen neuen Tab-Stanzer. Das heißt, ich werde mir aus den Resten meines Kosmos-Papier schöne Tabs noch ausstanzen und dann hier überall verteilen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. So, jetzt habe ich dieses Papier. Da ist das Gegenstück. Das heißt aber, ich werde das hier, diese Ecke, auf jeden Fall nicht in die Nähe von dem machen. Manchmal ist so eine Wiedererkennung schön, aber ich mache das jetzt gleich. So, ich versuche immer da, wo so viel weiß ist, wie hier zum Beispiel. Hier habe ich sehr viel weiß. Hier habe ich einen Umschlag. Da versuche ich jetzt irgendwie was von dem Kosmos-Papier oder von der Kosmos-Tasche mit unterzubringen. Stich hier. Ich glaube, hier ist ganz gut. Stabilisiere ich nämlich auch noch. Dieses etwas weichere Papier. Ja, und die Fäden, die lasse ich einfach stehen. Ich mache die nur ein bisschen kürzer. Und guck, meine Schere hält auch schon die nächsten Fäden bereit. Die kommen dann in ein paar Tags, die ich jetzt aber noch nicht fertig habe. So, eine Tasche. Hier habe ich natürlich nichts auf der Rückseite irgendwie mit liniertem Papier gebaut, weil ist ja nicht nötig. Also weil ist nicht nötig. Ich hatte keinen Deutschleistungskurs. Nein. Ich tue nur so. Nein, das ist natürlich klar, dass die Innenseite oder die Rückseite einer Tasche kein
wenn ihr das Papier braucht. Ich hoffe, das ist allen klar. So. Ich habe dieses Leinenpapier, dieses glitzernde Leinenpapier, muss man ja sagen. Habe ich beim Action gekauft. Ich habe tatsächlich bei uns ein Action gefunden. Die ist zwar recht weit weg von uns. Aber den einen Besuch, den ich mal abgestattet habe, der war schon recht erfolgreich. So, diese Tasche hier hat einen Wohnort. Dann möchte ich natürlich die andere weit weg von dem Wohnort der ersten Tasche parken. Im besten Fall sogar, jetzt muss ich wieder tricksen. Seht ihr überhaupt noch was? Ja, ihr seht noch was, ich bin begeistert. Im besten Fall sogar packe ich die in die erste Signatur. So, hier habe ich jetzt schon so ein bisschen Taschengedöns. Da ist das bunt, da kommt ein Umschlag an, da habe ich Papier vom Kosmos-Teil. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich hier irgendwie noch sowas zum Ausklappen hintersetze. Irgendwie so. Na guck, ich glaube, das passt hier ganz nett, ne? Oh, nett ist ein ganz böses Wort. Ich weiß nicht, wie handhabt ihr das? Habt ihr das Ding mit nett? So, ich kenne das immer nur nett, ist die kleine Schwester von. Und das ist so ein richtiges Unwort bei uns. Ja, ich mache mir natürlich ein bisschen drüber lustig. Klar, soweit. So. Tja. Wie viel erzähle ich euch schon über dieses Journal? Ich habe natürlich ganz viele Gedanken und Ideen und ich habe eben auch ganz viele Sprüche gesucht. Ich habe mir so einen kleinen privaten Kanal gebaut, wo ich Sprüche zusammengekramt habe, die hier in dieses Journal einziehen möchten. Ich habe nämlich ganz laut hier geschrien. Möchten hier tatsächlich wohnen. So, diese Seite ist schief, ne? Klar, so weiter. Hier, ich habe diese Tasche gerade eingeklebt, aber die Seite ist schief. Nicht, dass ihr denkt, ich habe am hellerlichten Tage Alkohol getrunken und kann nicht mehr gerade gucken. Nein, habe ich nicht. So, zack. Tasche drin. Kann man hier schön was reinstecken. So, jetzt habe ich diese beiden Umschläge noch. Dieses Schatzi und die zwei Klappteile. Mindestens ein Klappteil muss in den mittleren, weil ich dort keinen von den Taschen habe, die sich so schön ähnlich sehen. So, Tasche hier. Bitte, hier habe ich auch schon einfach nur eingeklappt. Da weiß ich nämlich noch nicht, was ich mit dem Klappteil mache. Ob ich da dann irgendwas noch mache, was sich noch mehr klappen lässt. Also, ihr versteht, was ich meine. Versteht ihr mich? Ich weiß. So. Die Mitte der ersten Tasche. Da sind wir. Also dieser Umschlag ist klar, der muss rechts geklebt werden. Und klappt dann so aus, ne? Pack ich dich hier? Oder bist du dann weg? Doch, ich pack dich hier. Ich finde das gut. Und hier werde ich tatsächlich die komplette Lasche einbalsamieren mit dem Kleber. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich für eine gute Laune habe, dass ich das mit dieser Nähmaschine hinbekommen habe. Also ich bin wirklich kein Held der Handarbeit. Also Papier, ne? Papier ist meins. Sagt ja auch mein Name aus. Ich mag auch Stoff. Ich mag auch Wolle. Ich kann damit nur nichts richtig Schickes machen. Ich bin aber mal sehr gespannt. Ich habe nämlich ein Filzset von meiner Tochter zu Weihnachten bekommen. Schön zum Trockenfilzen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich werde es demnächst mal ausprobieren. Und wenn es gut gelaufen ist, dann werdet ihr das Ergebnis hier in diesem oder in einem nächsten Journal mal gutachten können. Und wenn es schlecht gelaufen ist, verliere ich nie wieder ein Wort darüber. So, zack. Schön, gefällt mir. So, jetzt habe ich den kleinen Igel, der möchte auch noch irgendwo einziehen. Also eins davon muss in die Mitte. Vielleicht habe ich hier vorne noch Platz für diese Ecke.
hier haben wir auch schon eine Tasche drin. Sind wir das Cosmos Infinity auf die Art und Weise. Gefällt mir jetzt noch nicht so geil. Doch, ne? Ja, komisch. Why not? Also das wird auch nicht das Einzige bleiben. Ich werde nämlich tatsächlich bei meinem Papier, ne? Ich habe genug Papier, ich habe die Backgrounds und auch die normalen Cosmos Infinity gekauft. Ich habe also ordentlich Papier, was hier noch in ja, kleinen Taschen oder kleinen Karten oder kleinen Papierstreifen noch Einzug finden wird. Und dann möchte ich erstmal die großen Sachen damit bespaßen, bevor ich sie zu kleinen Sachen verschnipsel und verarbeite. So. Tasche auch fein. Jetzt, also wir befinden uns ja nun schon im mittleren Part, ne? Wir sind im mittleren Part. Wir haben hier... Oh, das backt noch ein bisschen. Also haben wir noch nicht fertig. Hier sind wir tatsächlich schnell mit. Also ich würde diesen kleinen Igel hier gerne irgendwo parken. Und ich möchte den auch irgendwo so parken, dass er fast an der Kante ist. Ich finde das schön, Igel. Also, da wohnt der Igel. Das wird lustig, was ich da für ein Kärtchen finde, was dann da in diesem kleinen Igelumschlag wohnen kann. Ich habe vorhin mal ein bisschen mein Arbeitszimmer hier aufgeräumt. Also Arbeitszimmer, Kreativzimmer. Nennt es, wie ihr wollt. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und mal meine Tags und meine Journaling Cards mal wieder so sortiert, dass ich sie wiederfinde und auch benutzen kann. Ich fand, das war eine ziemlich gute Idee. Auf jeden Fall ist das so, dass ich da gleich direkt Karten und Co. für dieses Buch gefunden habe und bestimmt auch noch mehr finde. Also wenn ich jetzt irgendwann hier feststelle, verdammt, ich habe nicht genug, dann werde ich den Fundus schnappen. Genau, hier habe ich den Knick verfolgt. Ja, hier muss auch noch auf jeden Fall irgendwie was zum Ausklappen rein. Hier habe ich ein bisschen was festgeklebt, also das heißt, ich habe jetzt hier eine Tasche an der Seite. Das darf auch gern so sein und bleiben. Ich überlege gerade, ob ich das nicht direkt hier drauf setze. Medical Wipes. Weil das wird ja so sein und das klappt dann auf und hat Schreibplatz dahinter. Ich sollte es nur ein bisschen, ab und zu mal ein bisschen hin und her biegen. Damit ich auch in der Lage bin, das nachher aufzuklappen. Oh, ja, dieses Leinenpapier ist schön goldbeglitzert. Herrlich. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die Kante schön treffen. Ich glaube, die nächste Karte, die muss ich auf jeden Fall nach unten setzen. Ich habe jetzt schon so viel in die Mitte geklatscht. Ich bin ja nicht so ein Mittentyp. Meine Güte. So. Das stabilisiert aber meine Tasche, die da drin ist. So, dadurch, dass das jetzt hier auf der linken Seite wohnt, werde ich schauen, dass ich das hier natürlich auf die rechte Seite bringe. Und das Ganze in der letzten Signatur. So, hier haben wir den Umschlag, den wir gerade eingeklebt haben. Schön fest und fein. Na, das ist uns mir zu nah und zu ähnlich. So, ich glaube, ich packe es einfach hier unten hin. Auch hier einmal hübschen hier geknickt. Ich habe auch glücklicherweise eben beim Räumen so ein paar Journaling-Cards gefunden.
paar Postkarten, ein paar Sprüchekarten, die erstmal hier reinpassen und auch ein bisschen größer sind. Ich habe eine Zeit lang mal so richtig, richtig viele von diesen kleinen, süßen Journaling-Cards gemacht. Die sind total toll. Nur, wenn ich die in diese Umschläge hier packen will, da gehen die einfach unter. Das wäre sehr schade drum. So, jetzt mal schnell gucken. Dass ich hier die Kante nicht verknispel. Nicht zu sehr. Ich bleib da sitzen. Hält auf jeden Fall und es wird auch nicht gleich zusammenkleben. Ja, liebe Leute, mit diesem Teil des Videos sind wir erstmal zu Ende. Ich werde mir jetzt noch ein paar mehr Deko-Elemente schnappen. Ich bereite die aber einfach ohne euch vor, um sie dann mit euch hier zusammen einzusetzen, weil ich glaube nicht, dass ihr wissen müsst, wie eine Nähmaschine funktioniert. Vor allem nicht von jemandem, der das selber kaum weiß. Und ich glaube auch nicht, dass ihr mir hier beim, keine Ahnung, Stenzeln irgendwie zugucken wollt oder stempeln. Das sind alles Sachen. Guckt ihr euch das Ergebnis an und dann packen wir es zusammen ins Journal und gucken mal, wie dieses schöne Journal wächst und gedeiht. Und auch die Sprüche, die ich gefunden habe. Ich werde einiges mit meiner schönen Schreibmaschine tippern, die ich mir neulich gekauft habe. Ist echt geil, so eine richtig schöne alte Reiseschreibmaschine habe ich mir gegönnt. Bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Ja, und da werde ich diese ganzen Sprüche unterschreiben. Vielleicht wird daraus ja dann irgendwann ein digitales Papier, was ihr dann auch bekommen könnt, mit diesen ganzen schönen Sprüchen des Lebens. Ja, auf jeden Fall, mit diesem Video sind wir jetzt durch. Die Umschläge sind eingeklebt, ein bisschen Deko-Elemente. Und ich habe noch ganz viele Deko-Elemente in petto, die sind aber noch nicht fertig. Deswegen habt viel Spaß an euren Basteltischen und ja, viel Freude, Kreativität, ein bisschen Kosmos. Ich sag mal so, bis demnächst in diesem Kino.